37 Ampeln. So, ich hoffe, Jenny. Achso. Ja, alles gut. Diese Kreuzung im bayerischen Eichstätt wurde ganz neu gestaltet. Das sieht von oben schon richtig geil aus. Das sieht so aus wie, wenn ich mich erinnere, als ich so 16 war und ich mit meinen Freunden viel Dosenbier getrunken habe und wir abends dumme Ideen hatten. Dann hätten wir auch diese Kreuzung malen können. So sieht das aus. Ja, genau so. Für 1,3 Millionen Euro. Denn leider war sie sehr unübersichtlich. Lange Zeit galt sie als die dümmste Kreuzung in ganz Deutschland. Und was tut man, um Dinge ganz unkompliziert einfacher zu machen? Genau, man beauftragt die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Bahn, den Landkreis und die Stadt. Zusammen haben sie die Kreuzung sicherer gemacht. Das klingt ja jetzt schon richtig gut. Und zwar so. Statt nur einer bringen jetzt 37 Ampeln die Kreuzung zum Strahlen. Schlicht mit ein bisschen mehr Licht. Vorher war es besser, wenn ich das sagen darf. Jetzt ist unmöglich. Das ist hier rot und grün und da vorne wieder rot. Ein einleuchtendes Konzept. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte, weil es ist auch virtuos abgestimmt. Jetzt stehe ich als Einzelner hier und stehe eigentlich schon auf der Straße. Und das ist genau die Situation, die man eigentlich nicht begreifen kann. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, hier kommt eine Kindergruppe oder eine Wanderergruppe, wird es hier sehr, sehr eng werden. Damit die Kreuzung nicht nur simpel, sondern für absolut jeden super sicher ist, gibt es sogar ein eigenes Ampelsystem für Anwohner wie Gunter Grübel. Einfach clever. Jetzt muss ich natürlich warten, bis der erste weg ist. Muss die zwei anderen passieren lassen. Und dann kann ich erst rausfahren. Und wenn ich Glück habe, haben wir noch grün. Und wenn nicht, ist es bei mir schon wieder rot, wie es jetzt gerade passiert. Ah. Und es geht noch cleverer. Ja, gut. Mit der Befreiung der Kreuzung von lästigen Details, wie einem Überweg für Fußgänger. Die können unter der Brücke durchgehen und kommen da drüben rauf und können hier queren. Easy peasy. Einfach hier entlang durch den Park, dann noch ein Stück weiter, durch die Unterführung, wieder Richtung Straße und drüber über den Bahnübergang. Und schwupps, hat man es schon geschafft. Ja, ist ja ganz klar. Also kein Problem, Freunde, macht euch keine Sorgen. Die Straßenverkehrsordnung in Deutschland ist ganz einfach geregelt. Wie ihr wisst, wir haben das in Deutschland hier im Griff. Das ist ganz klar geklärt. Das könnte tatsächlich auch eine der dümmsten Kreuzungen sein. Das ist 37 Ampeln. Halleluja, mein Sohn.